Schon Wahnsinn, gell? 10 Meter war bis da oben das Wasser gestanden 2013. So schön jetzt da der Fluss ist und so lebendig da innen ausschaut, so zerstörerisch kann er auch sein. So viel Zerstörung kann er bringen, so viel Tod eigentlich und Leid. Doch Tod und Leben ist eben manchmal, wie man sieht, so nah beieinander, so schön wie er jetzt ist und so gefährlich wie er auch sein kann. Gerade für uns Christen sind es keine zwei getrennten Dinge, die sich überhaupt nicht miteinander vereinbaren lassen, sondern mehr ein Übergang. Und wenn man jetzt noch 500 Meter in die Richtung geht, kommt man zur Ortsspitze, wo Inn und Donau zusammenfließen. Ja? So kann man sich das ungefähr vorstellen. Es sind wie zwei Flüsse, die zusammenfließen. Die krachen auch nicht aufeinander und das ist dann großes Feuerwerk, sondern das sind wirklich, die fließen ganz harmonisch ineinander zusammen. Leben und Tod heißt, es sind auch keine positiven und negativen, beides sind positive und negative Seiten. Aber für uns Christen ist es ganz klar ein Übergang. Ein Übergang in was Neues, nicht in was Schlechtes. Ja? Wir sind nicht einfach nur weg. Ja? Wir sind nicht verloren nach unserem Ausscheiden aus dieser Welt. So wie der Inn die Donau fließt, so gehen wir auch über dann, also glauben wir, zu dem, der uns erschaffen hat. Und das ist der Grund für diese Freude, mit der ich hier stehen kann und euch das erzählen kann, weil das die Grundfreude eines jeden Christen ist.